Die Kinder sind seit Wochen Feuer und Flamme. Ende Juli fand in Warschau zum dritten Mal die Heimkinder-Fußball-Weltmeisterschaft statt. Was damals als nationales Turnier begann, ist mittlerweile zu dem Event schlechthin für Heimkinder geworden. 26 Mannschaften aus 4 Kontinenten treffen hier aufeinander. Kinder aus Waisenhäusern treffen hier auf Gleichaltrige aus aller Welt. Obwohl vor allem der Spaß im Vordergrund steht, will natürlich jeder, der an diesem Turnier teilnimmt, auch als Sieger vom Platz gehen, um ein ähnliches Sommermärchen wie das der deutschen A-Nationalmannschaft in Brasilien zu erleben. Ihr eigenes Land für dieses Turnier zu vertreten, stärkt das Selbstbewusstsein der Kinder zudem enorm. Neben vielen anderen Nationen wie Thailand, Brasilien oder Jordanien war natürlich auch eine deutsche Mannschaft mit am Start, um den prestigeträchtigen Pokal zu gewinnen. Mit diesem festen Ziel vor Augen konnte das Turnier für die deutsche Auswahl endlich losgehen. Obwohl die Leistung stimmte, kamen die deutschen Spieler nicht über gute Ansätze hinaus. Stattdessen setzte es einige schmerzliche Gegentore, sodass das Aus bereits nach der Vorrunde besiegelt war. Die Stimmung an der deutschen Seitenlinie war dementsprechend. Das war eigentlich alles, also die Gegner waren echt schwer, aber manche haben auch ziemlich aggressiv gespielt, also uns unfair, und wir waren eigentlich die, die am fairsten gespielt haben. Und ich muss sagen, wir haben uns trotzdem sehr gut geschlagen. Und Niederlage ist auch ein Sieger, würde ich sagen. Also, ja. Am Ende blieb die Bilanz tapfer gekämpft und alles gegeben zu haben. Dass das Turnier dennoch für alle Beteiligten ein großes Erlebnis werden sollte, blieb nicht zuletzt dem sportlichen Erfolg geschuldet. Neben dem aus Polen stammenden Lukas Podolski engagierten sich auch ehemalige Weltmeister wie Thomas Berthold für die gute Sache und besuchten das Event. Man sieht auch, dass die Kinder auch Ehrgeiz haben, also keiner will hier verlieren. Und es ist viel Spaß dabei, es ist super organisiert. Ich meine, das Wetter passt auch heute, die haben, glaube ich, heute alles richtig gemacht. Haben Sie schon welche spielen sehen heute? Nee, wahrscheinlich. Ja, haben Sie schon. Gibt es da welche, die Zeug zum Weltmeister haben? Gut, ich meine, das ist immer schwierig zu sagen in dem Alter, aber man sieht schon bei allen, die haben das Tempo dabei, die haben auch einen Biss, die haben eine gute Grundtechnik. Das sind ja auch meistens, oder das sind ja fast alle Spieler, die dich organisiert in einem Verein spielen. Also muss man schon echt sagen, es ist schon imposant, wie die hier auftreten, vor allem auf diesem kleinen Feld, wo es ja viele Aktionen gibt. Es gibt viele Torraumzehen, es geht hin und her. Also vielleicht ist hier einer dabei, kann schon sein. Dass der Spaß und das soziale Miteinander stets wichtige Faktoren sind, war dem ehemaligen Fußballstar selbstverständlich auch bewusst. Ja, erstmal werden sie ja motiviert. Sowas, solche Veranstaltungen motivieren ja auch die Kinder, beim Sport zu bleiben und vor allem auch die sozialen Kontakte zu pflegen. Gerade in dem Mannschaftssport musst du ja immer schauen, was machen meine Mitspieler. Das ist ja anders als bei einem Einzelsport. Und das sind einfach Sachen, die nimmt man ja später auch im Leben damit. Also Teambuilding, Teamgeist, teamfähig zu sein, auch verlieren zu können, weil meistens ist dann die Erfahrung der Niederlage viel besser als die eigentlich, wenn man gewinnt. Das kann eigentlich im heranwachsenden Menschen nur gut tun. Für eine Mannschaft sollte das Turnier dennoch zu einem besonderen Höhepunkt werden, wie man im Finale sah. Es traten der amtierende Titelträger Polen gegen den Herausforderer Russland an. In einem spannenden Spiel trennten sich beide Mannschaften in der regulären Spielzeit unentschieden, sodass es zu einem Elfmeterschießen kommen musste. Am Ende behielt die russische Mannschaft die besseren Nerven und gewann. Doch nach dem Turnier ist ja bekanntlich vor dem Turnier, und auch wir freuen uns auf die nächste Heimkinder-Fußball-WM im kommenden Jahr.